Hallo Leute und willkommen zurück bei Topftier. Heute mit einem Game in meinem Crusader. Ihr seht schon, die Map ist El Haluf. Es ist ein Standardgefecht, Tier 5. Ja, und mein Crusader ist startbereit, in den Kampf zu starten. Tja, was kann man hier großartig sagen? Nicht sonderlich viel. El Haluf dürfte mittlerweile fast jedem bekannt sein. Eine der vielen Anfänger-Maps. Wir sehen es hier in unserem Team. Haben wir sogar eine Tier 2 Arti und Tier 3 Panzer. Wobei ich gerade jetzt das Ziel, dass das Tier 1 Platoon ja eigentlich ein Fail-Platoon ist. Und ja, Crusader kennen schon viele. Ich habe eh schon, glaube ich, ein oder zwei Replays von meinem Crusader auf den Channel geladen. Und dementsprechend dachte ich mir einfach, dieses hier passt nochmal ganz gut, da ich hier einiges mache. Und momentan eigentlich das beste Ergebnis in meinem Crusader eingefahren bin. Am Anfang fahre ich jetzt mal hier an das östliche Ende der Map und versuche hier hochzukommen. New Physics und Stuff. Bin aber leider ein bisschen zu langsam, hätte vielleicht noch ein bisschen weiter links fahren sollen und hätte ich es drauf geschafft. Muss das Ganze eigentlich mal im Trainingsraum ein bisschen nachschauen. Und als erstes hier gleich unten Typ T34 und T67, den ich gespottet habe, werde hier mal nicht von Sehnen gespottet. Zumindest schießt mal momentan nichts auf mich. Doch, entschuldigen Sie, die AT schießt doch auf mich. Ja. Gib den Baum um, damit ich mal ein bisschen mehr Deckung habe von oben. Nicht ganz funktioniert. Aber ich denke mir so, jetzt ignorieren sie mich, also kann ich mich hier ein bisschen nützlich machen. T67 macht hier. Keine Ahnung, warum ich jetzt auf den Stein gezielt habe und nicht auf den T67, aber gleichgültig, hier ist die Su-85B und die kann ich jetzt schön bearbeiten. Einfach ein typisches Beispiel von am falschen Ort zur falschen Zeit. Zwei habe ich natürlich versemmelt. Ist ein bisschen bitter, dass ich diese zwei gehabt habe, aber hier ist jetzt der T34, den konnte ich mir auch noch schnell holen. Und damit sind wir schon bei 2 Kills. Als nächstes der Chihe, der meint hier rausfahren zu können. Nicht die besten Schutzfähigkeiten von mir. Aber jetzt ist nur die Frage, ob er dumm genug ist, hier rauszufahren. Ich ziehe mal jetzt hier auf die Spalte in der Hoffnung, dass er vorfährt. Und er fährt vor. Und ja, das war relativ easy. Ich fahre jetzt wieder zurück, weil ich denke, dass er mich wieder gespottet hat. Und damit habe ich jetzt bereits 3 Kills. Im größten Teil derzeitigen gemachten Kills. Und ja. Läuft eigentlich relativ erfolgreich. Ich schaue noch immer wieder mal so rauf in den Norden Richtung A1, wie sich da unsere Leute so schlagen. 5-2 steht es jetzt. Also eigentlich ziemlich gut für den Moment für uns. Und für mich stellt sich jetzt einfach nur die Frage, wo jetzt mal im Moment der Typ T34 da unten noch ist. Da ist er jetzt gerade gespottet worden. Und ich habe mir jetzt wunderschön im Blick. Durch den Baum kann er mich nicht sehen. Er muss jetzt da zurückziehen. Hier habe ich wohl irgendwie gekettet kurzzeitig und jetzt ist er auf 35%. Und ich denke mir jetzt einfach, ich fahre jetzt runter und hole ihn mir. Nachdem ich ganz kurz nachgeschaut habe, was bereits alles gespottet worden ist, habe ich mir gedacht, viel kann doch jetzt nicht mehr auf der Flanke sein. Also gehen wir vor, töten den Typ T34 und die Flanke ist gewonnen. Da verschießt er das erste Mal und ja. Er schießt mir hier den Ladeschützen raus, das ist wirklich unglücklich. Aber immerhin habe ich nur einen einzigen Hit genommen. Arti schießt zwar nochmal auf mich, aber das kann mir gleichgültig sein. Und ihr merkt schon, es sind jetzt nur noch Ibis und ein Leiter übrig und das sind alle drüben auf der 1er Linie. Dementsprechend bin ich hier komplett frei und kann hier rauffahren und machen, was ich will. Ich hätte mir das genauer anschauen müssen. Eigentlich hätte ich jetzt hier nicht unbedingt über rechts fahren sollen, über diese Ebene jetzt hier. Sondern hätte viel direkter rauffahren können. Wäre natürlich um einiges schneller gewesen, aber sicher ist dann doch sicher. Immerhin ist es noch dieser, was ist das hier? Das Umschalten, das ist ein Typ 95, der noch nicht gespottet worden ist. Und Typ 95, der kann wehtun. Der macht mir immerhin 100er Kekse. Und ja, das Crusader mit 450 Health ist man halt dann doch nicht mal ganz so frisch. 4 Kills jetzt mittlerweile. Die Gegner haben aber ordentlich aufgeholt. 7-8 steht's. 7-9, Entschuldigung. Damit sind alle unsere Heavys weg und es sind jetzt im Grunde nur noch ich, ein Tank Destroyer, ein Light Tank, ein Medium Tank, Entschuldigung, und unsere Artis. Hier ist erstes die Wespe, viel zu früh geschossen, ich hätte anziehen sollen. Ein Schuss, zwei Schuss und das ist alles, was die Wespe je von mir sehen wird. Damit der 5. Kill, jetzt der M37, der steht hier sehr, sehr interessant. Wusstest du nicht, dass man da rauf auf die Felsen fahren kann? Ich versuche jetzt unter seine Kanone zu kommen, wo er mich nicht treffen kann. Man sieht schon hier, ist unsere Artillerin aufschießen. Guter Schuss da rein. Jetzt ist er natürlich ein bisschen versteckt. Jetzt ist einfach hier einzuziehen und sofort, wo sie stehen bleibt. Und ja, das ist jetzt mein Top Gun. Damit 6. Kill, 9-9 steht es jetzt wieder. Damit habe ich ausgeglichen.
Problem ist halt immer noch, Gegner besteht immer noch aus 6 Heavy Tanks. Alle Top-Tier bis auf den Typ 95. Das ist natürlich schlecht, sie haben mich gespottet. Und was noch schlimmer ist, der KV-220-2. Der Premium Heavy, der schon ein bisschen overpowered ist auf Tier 5, weil er Premium Matchmaking hat, kommt hier daher. Ich lade jetzt hier APCR. Und natürlich bei meinem Glück 2 Schuss APCR und kein Treffer. Und hier einen fetten Hit von einem KV-1 abbekommen. Ziemlich sicher, dass es der auf B2 ist. Und ich überlege mir jetzt an, ob ich dem Typ 430 jetzt irgendwie helfen kann, meinem eigenen. Weiß aber, dass der KV-220 wahrscheinlich um die Ecke kommt und muss jetzt hier weg. Das ist mir einfach zu heiß. Und rutscht jetzt hier langsam den Berg runter. KV-220-2 verfolgt aber den Typ 434. Und ja, ich hätte das fast übersehen und bin in die Richtung aufgefahren. Und fahre jetzt mal hier an ihm vorbei. Gott sei Dank kriegt er mich hier vorne nicht. Aber hier wird auf mich geschossen. Da ist der KV-1, der wahrscheinlich vorher auf mich geschossen hat. Jetzt trifft er mich. Aber mit den nächsten 2 APCR-Schüssen konnte ich ihn ausschalten. 7. Kill jetzt für mich. Und jetzt geht es darum, den 220-2 auszuschalten. Währenddessen unsere Su-85 einen anderen KV-1 ordentlich ausgeschaltet. So, einen konnte ich ihm geben. Und jetzt weiß ich nicht genau, warum er da einfach weiterfährt. Ich nehme an, er will den Typ T34 aus meinem Team töten. Warum man nicht einfach umdreht und mich kurz tötet? Auto-Aim mit normaler AP jetzt an. Ich versuche natürlich hier zu treffen. Und ja, es nicht die besten Schüsse, aber auf einen 220-2 ist halt auch ein bisschen schwierig. Er jagt immer noch unseren Typ T34. Ich möchte den gerne erledigen und deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen vorsichtig, weil er könnte jederzeit umdrehen und mich angreifen. Und das Crusader bin ich dann doch nicht so schnell. Wieder nur in die Kette, es ist manchmal ein bisschen frustrierend. Jetzt endlich hier in den Turmring rein. Nochmal hinten rein. 2. Ziemlich zurück, weil er auf mich zielt. Jetzt habe ich ihn getrackt und unser Typ T34 finisht ihn. Keine Radley Walters für mich im Moment. Und es ist nur noch der gegnerische T1 Heavy übrig. Und der wurde seit einer ganzen Weile nicht mehr gespottet. Das letzte Mal auf D2. Und ihr seht schon, unsere Artie schreitet danach, dass wir cappen sollen. Ich will auch mal in die Richtung fahren und ich denke mir einfach so, so die Radley Walters hätte ich doch schon irgendwie gern. Jetzt schauen wir mal, wo er ist. Vielleicht finde ich ihn. Ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen aggressiv, aber da schreibt der T1 Hemder plötzlich im Chat, I'm stuck. Ja, okay, stuck. 47 Hälfte nicht trotzdem tot. Aber wenn er stuck ist, dann habe ich definitiv die weitere Sichtweite. Das heißt, wenn, dann hätte ich ihn schon längst 10, wenn er da oben ist. Jetzt die Arti fragt natürlich hier Stuck or Stock und ja, T1 Heavy bestätigt es, er ist irgendwo am Stecken und ich frage ihn halt, ja, wo bist du? Where are you? Und ja, ich bin fasziniert, er antwortet, dass er auf B2 ist. Das heißt, ich bin am Anfang nicht ganz sicher, soll ich ihm trauen, aber dann entscheide ich mich, ja, okay, vielleicht lügt er ja nicht, fahren wir mal rauf, oben ist die Kante, da kann ich ein bisschen rüberspecheln. Und an diesem Moment, genau an diesem Moment, fällt mir plötzlich auf, dass ich nur noch 2 AP-Shells habe, eine APCR und 20 HE-Shells. Fragt mich nicht, warum ich 20 HE-Shells dabei habe, es ist einmal so. Und tatsächlich, T1 Heavy stuck. 1. 2. kann ich leider nicht anzünden und jetzt versuche ich hier mit HE hinten reinzukommen, aber da ist die Arti, 15%. 12. Und Typ T34, der Bastard klaut mir meinen Kill. 7 Kills, 1800 Damage und dieser verfluchte Typ T34 nimmt mir hier die sichere Radley Walters Medaille weg. Hätte vielleicht fragen sollen, ob er mir die schenkt, bevor ich darauf gekommen bin und das Feuer eröffnet habe. Wäre vielleicht cool gewesen, aber ich hätte vielleicht auch den letzten Schuss AP rausschießen sollen und nicht unbedingt mit HE auf den Ding ballern. Ja. Leider, das ist heute einmal so, es ist halt leider noch nichts geworden. Trotzdem, Top-Ergebnis für mich, 7 Kills, damit habe ich fast die Hälfte der Gegner gekillt. 1800 Damage, das wurde natürlich auch ein Großkaliber für mich, auf jeden Fall sehr, sehr zufriedenstellend. Krieger natürlich. Ich glaube, ich habe auch den Aufklärer im bekommen oder irgendetwas in die Richtung habe ich auf jeden Fall gehabt. Relativ viel Spotting-Damage-Spawns. Und auf jeden Fall sehr zufriedenstellende Partie. Ihr könnt sie auch definitiv sehen. Crusader ist halt einfach ein klasses Gerät. Hier mit tollen Camo. Ja, was soll man hier eigentlich großartig noch sagen?
Ist jetzt eh relativ geradeaus die Schüsse immer in meine obere Platte rein. Also panzerungsmäßig kann er zwar überhaupt nichts, aber dafür ist er umso lässiger, wenn es um die Mobilität geht. Man muss ihn halt wie ein Medium fahren, denke ich. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören, liebe Leute. 10-minütiges Video. Ich glaube, das reicht einmal für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht's gut.